Moin Moin und willkommen. Mein Name ist Bernhard und ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut, denn ich hab hier jemanden, ne? Dem geht's gar nicht gut. Der Arme wollte doch nur arbeiten. Jetzt hängt er da. Oder auf diese Ideen kommen auch wirklich nur Männer. Let's go, Jelly. Was das für eine Challenge? Was ist der da überhaupt? Scheint ja zu schmecken. Bah! Was war das denn? Lil Bro ist wirklich ein NPC. Mama! Was? Was war das für eine Scheiße, bitte? Der Typ ist maximal random und das TikTok genauso. Mama! Also, ich habe so viele Fragen gerade und genauso viele Fragen habe ich auch bei diesem Video. Balanciert der da wirklich einen Kühlschrank auf seinen Kopf und fährt dabei Fahrrad? Das ist wirklich der krasseste Trick, den ich seit langem gesehen habe. Andere lassen sich das Ding mit Transporter bringen und er nimmt es einfach so mit. Cleaning my room as a Roblox streamer. Again. Okay, Roblox streamer. Das kann schlimm enden, aber sein Zimmer wird ja jetzt bestimmt nicht allzu dreckig sein, oder? First, I went over what we have. We have a roach infestation. Whoa. Stopp. Was zum F***? Du ekelhafter. I don't think it's caused by me. I think it's just they're really invasive. We've got some bowls we have to clean up. Found this hot dog. July 4th. Alright, we clean up this chair. Ja, sehr krass aufgeräumt. Was für Sessions hast du da mit diesem Stuhl gemacht? Bruder, du bist der ekligste Streamer, den ich je gesehen habe. Sind alle Leute, die Roblox spielen, so drauf? Now we got some snack trays. Gotta clean these up. Don't want my dog to eat them. Bruder, bitte. Was für Snacks? Was für Snacks? Found a little baby roach trying to get away. Sorry, honey. Didn't mean to leave that down there. Das ist deine Freundin. Wie läuft das jetzt ab, wenn sie bei dir zu Besuch ist, zum Chillen oder so? Also, fällt dir das nicht auf, dass vielleicht irgendwas in deinem Zimmer nicht stimmt oder so? Und wieso seht ihr aus so wie Geschwister? Alright, well that's about it. The room's pretty clean now. We've made a lot of good progress. So we're just gonna finish up another day. I'm pretty exhausted, so stay tuned. Yeah, pretty clean. Safe, man. Ist richtig sauber bei dir. Lifehack für die Arbeit. Wenn du Überstunden machen willst, ohne irgendwas zu machen, dann mach einfach den Trick. Du gibst einfach auf YouTube Windows Update ein. Und dann kannst du ganz in Ruhe entspannen, während dein Update ladet. Geiler Lifehack, muss ich sagen. Was ist, wenn da Werbung kommt? Ja, Bro, das ist eine gute Frage. Deswegen kenne ich da einen besseren Weg, wenn man nicht arbeiten gehen will. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Oh nein, ein Quiz in Frankfurt. Das kann ja nur in die Hose gehen. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? Was ist das? Du weißt nicht, was ein Bundesland ist? Nein. Wie viele Bundesländer hat Frankfurt? 8, 12, nein, Kontinente sind doch 12, oder nicht? Wie jetzt? Ist das euer verdammtes Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Wie viele Tage hat ein Jahr? 8. Tage hat ein Jahr. 8. Wie kann man denn in der Schule so krass reinscheißen? Was? Ja. Zähl mal auf die Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Samstag und Sonntag gehört doch dazu. Bro, sie hat einfach IQ wie ein Toastbrot. 360. Wie viel... 360 Tage. Huh? Richtig, 360. Ja, immer noch falsch, aber wenigstens nicht so krass reingeschissen wie die zwei Mädchen da. 8. Bruder, 8. Ich kann das alles nicht mehr. Frankfurt ist echt die dümmste Stadt in Deutschland. Nach Duisburg natürlich. Und nein, ich wohne nicht in Duisburg. It was at this moment that he knew
He fucked up. Du bist am Arsch, Bro. Du brauchst jetzt nicht so zu gucken. Du hast mit dem Feuer gespielt und dich eiskalt verbrannt. Selber schuld. Guck mich nicht so an, okay? Er hat so mies reingeschissen, der wird sein Handy nie wieder bekommen. PC-Gamer. Der PC muss absolut leise sein. Auch PC-Gamer. Ich geb dir einen Headshot zu gut. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ich muss es ganz schnell vergessen und verdrängen, was ich hier gerade gesehen habe. Ich lag heute so entspannt in meinem Bett und war auf TikTok unterwegs und hab dort so die Livestreams mal abgecheckt. Dort gibt's halt so irgendwelche Streams, wo sich Leute matchen oder miteinander labern oder keine Ahnung, was für Sachen machen. Alles oder nix? Wie sieht's mit 7000 aus? Wenn ihr 7000 Zuschauer schafft, bei 7000 Zuschauern rasiere ich mir mit dem Messer die Glatze. 5800? Dann bin ich auch noch so auf ein paar ASMR-Livestreams gestoßen. Nice. Und dann habe ich noch diese Dame gefunden. Ich denk mir nichts und schau einfach mal in den Livestream rein. Yo, I'm so sorry. It looks like you're going to... Oh no. Die Arme hat sie ja komplett nach hinten geflippt. Ihre halbe Wohnung ist kaputt gegangen. Oh nein, er wird doch jetzt nicht. Das scheint ihm ja zu schmecken, der checkt ja gar nichts. Der Psycho nimmt einfach das gesamte Haus auseinander. Wie kommt der Wasserstrahler da bitte rein? Was geht da ab? Ja, reicht doch, Bro. Ist gut, ist gut. Das kranke Schwein macht einfach weiter. Scheiß auf die Möbel und alles. Hauptsache die Homies abf***en. Bruder, die beiden da hinten hat's böse erwischt. Ey, habt ihr eigentlich schon mal 10 Gorillas auf einem Truck gesehen? Ja, jetzt habt ihr's. Nice. 10 Euro, wenn du schaffst, diese Gurke in einer Minute aufzuessen. Für 10 Euro? Das ist ja geschenktes Geld, das macht doch jeder. Ja, ich bin dabei. Auf die Plätze, fertig. Los. Sekunden sind um. Was sind das bitte für goofy Sounds? Noch 6 Sekunden. Na, perfekt. Na gut. Ja, okay, es lassen wir gelten auf jeden Fall. Bewerte mal von 1 bis 10, wie lecker die war. Nicht lecker. Okay. Wenn du mir folgst, würde ich die 10 Euro sogar verdoppeln. Ich folge dir nicht. King, eiskalt, er gibt einen F*** auf sie, King. Der offizielle King der Woche. How to keep your roommate from using the bathroom for too long. Und für alle, die kein Englisch können, scheiß auf euch. Lernt Englisch oder übersetzt es selber. What the f***, was hat er da gebaut? One minute later. I am sorry, Mikey, but poo-poo time is over. Yo, eine Minute? Wie soll man denn bitte in einer Minute fertig geschissen haben? Das Gerät ist gottlos. Ich will doch nur in Ruhe auf Klo gehen und nicht mittendrin während der Session 20.000 Volt durch meinen Körper gejagt bekommen. Wir brauchen mehr solcher fähigen Fachkräfte. Repariert einfach so die Scheibenwischer. Mega korrekt. Wow, das klingt ja nach einem netten Typen. Wir schauen mal rein.
Mega korrekt. Und die Ausführung von seiner Arbeit war auch erste Sahne. Und da fährt er entspannt weiter. Auf seinem Fahrrad. Auf den Straßenbahngleisen. Netter Typ, wirklich. Super netter Kerl. Okay, diese Frau läuft hier durch die Straßen und wird währenddessen angemacht von irgendeinem Typen auf der Seite. Und ihr glaubt nicht, von wem sie angemacht wird. Arr, arr. Damn, das ist crazy. Ich habe echt mit jedem gerechnet, aber nicht mit dem kleinen Bruder hier. Das ist so unglaublich random, als sie die Kamera flippt und dieser Typ da ist. Das kam echt unerwartet. Und selbst wenn er es geschafft hätte, sie zu klären, dann würde das wahrscheinlich so aussehen, wenn sie sich küssen. Yo, sie trägt ihn einfach. Also ich weiß nicht wieso, aber das ist mit der goofigste Anblick, den es gibt. Einfach der Typ wird am Arsch gepackt und hochgenommen, als wäre er die Bitch. Oh yo, das ist wirklich, wirklich verrückt. Wie muss man sich dabei als Typ fühlen? Okay, und wir kommen von einem random Video in das andere random Video. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier passiert. Okay, alles klar. Das Huhn legt ganz zufällig da oben ein Ei und es rollt runter in die Pfanne von ihm. Yeah, 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 natürlich. Und natürlich musst du es auch kochen, während noch die komplette Schale dran ist, oder? Dieses Video hat wirklich null Sinn. Danke, dass mir mal wieder wertvolle Sekunden von meiner Lebenszeit geraubt wurden. Okay, macht euch bereit für was Ehrenloses. Hier trifft ein Mädchen ihr Idol und sie ist seit klein auf ein Fan von dieser Frau hier und endlich schafft sie es, ihr etwas vorzusingen. Es war schon immer ihr Traum, denn sie hat damals mit dem Singen angefangen, nur wegen dieser Frau hier. Yo, das ist gottlos, Mann. Die Arme hat ihr ganzes Leben darauf gewartet, vor ihr zu singen und sie macht einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, das Fenster ganz langsam hoch. Yo, das ist wirklich das Endlevel an gottlos. Das arme Mädchen. Alle ihre Träume, Vorstellungen und Pläne für die Zukunft sind vor ihren Augen verpufft. Die wird nie wieder danach singen. Ja, schade würde ich mal sagen, ne? Und genauso würde ich auch mal schade sagen bei diesem Typen hier. Er war nämlich heute beim Tätowierer und wollte dieses Motiv auf seinem Oberarm haben. Und naja, mal schauen, wie der Tätowierer das so hinbekommen hat. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Bro, ist das ein Prank? Verarscht er dich? Kommt jetzt noch die Auflösung oder so? Yo, what the f***? Was ist das? Das sieht so... Ja, ja... Ich habe keine Ahnung, Mann, was das sein soll. Bro, da wurde so hart verkackt, ich würde das zur Anzeige bringen, wenn das jemand mit meinem Arm machen würde. Der Bruder wollte das... Und hat das bekommen. Yo, der realisiert gerade auch so. Oh, Scheiße. Was hab ich da auf dem verf***ten Arm? Was ist das für eine Scheiße? Yo, also ich will echt nichts sagen, ne? Aber das sieht echt Müll aus. Das sieht absolut verkackt aus, Bro. Dein kompletter Arm ist gef***t für den Rest deines Lebens. Ich würde Real Talk den Tätowierer anzeigen wegen Körperverletzung. Was hat der mit dir angestellt? Der hatte persönliches Problem mit dir. Okay, was ist da jetzt schon wieder passiert? Er wollte eigentlich nur diesen TikTok-Trend nachmachen, wo man nicht in dem Blickfeld der Kamera sein darf, wenn das Foto geschossen wird. Und jetzt hat er mal eben ganz kurz seine komplette Decke runtergeholt. Yo, wie konnte sowas passieren? Wieso muss es immer ausarten? Genau hier stelle ich mir wieder die gleiche Frage. Wieso muss es immer ausarten? Was ist der Grund? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was heute in dem Video hier passiert oder in allen Clips. Keine Ahnung, Mann. Kein Clip hat irgendwie richtig einen Sinn. Wieso wurde hier der verf***te Truthahn genommen und auf ihn geworfen? Warum machen diese Leute das? Ich check's nicht. Lass das Essen doch Essen sein, Mann. Falls ihr mal zufällig vor der Polizei wegrennen müsst, ich habe den perfekten Trick gefunden, wie ihr den Polizisten entkommt. Macht's einfach so wie er hier.
Nick, I just did a fucking cartwheel. Ja, klasse. Da habt ihr es gesehen, was ihr tun müsst. Ich komm nicht drauf klar, der macht einfach ein Rad und denkt, der hat jetzt die Cops ausgespielt. Was hat er sich dabei gedacht? Der hat wirklich gedacht, das ist es jetzt, ne? Er hat wirklich gedacht, das ist jetzt der Finisher-Move und er kommt einfach so da weg. Ja, hat ja gut geklappt. Nein, Spaß, hat nicht gut geklappt. Er wurde original 5 Sekunden später geschnappt. POV, your girlfriend leaving the dealership in her new BMW. Careful. Oh, das ist doch schön zu sehen. Sie hat gerade ihren Führerschein gemacht und jetzt erstmal direkt das erste Auto gekauft. Wow, das erste Auto ist auch einfach etwas Besonderes. Careful. Oh, ich will ja nichts sagen, aber... Women. Frau am Steuer, ungeheuer. Aber bitte cancelt mich nicht, okay? Bitte cancelt mich nicht. Oh, wie? Wie? Wie konnte das schon wieder passieren? Das ist ja mal das größte L, was man taken kann. Sie macht gerade ihren Führerschein und verlässt den Autohändler in dem neuen Auto und crasht es noch auf dem Parkplatz. Oh mein Gott. Women. Ja gut, es ist halt einfach die Wahrheit. Okay, wer auch immer das hier war, ist ein absolut ekelhafter Schwanz. Yo, 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 stopp, 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 nein, 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 ich distanziere mich davon. Was soll denn das? Wie kommt man denn auf diese Idee, so ein TikTok zu machen, wo man sich da hinlegt? Bro, das ist absolut weird, Mann. Bro got stream sniped. Okay, macht euch bereit für den ekelhaftesten Angler der Welt. Er hat nämlich eine Unterwasserkamera aufgestellt, damit er den Fisch sehen kann, bevor er überhaupt angebissen hat. Come on, come on, come on, come on. Yo, das ist ehrenlos, Mann. Das ist wirklich Cheaten. Der Bruder hat einen Cheatcode in Real Life aktiviert. Ein dickes F an diesen Fisch hier, den sein Schicksal war vorbestimmt. Für ihn war es schon vorbei, bevor er es wusste. Und wo wir gerade schon so über Fische reden, ich habe hier jemanden gefunden, der bei einem Fischturnier gecheatet hat. Ähnlich so wie er hier. Nur bei diesem Turnier ging es darum, wer den größten und schwersten Fisch fängt. Yo, dabei gebastelt zu werden ist echt hardcore peinlich, Mann. Wer cheatet in einem Fischturnier? Wer macht sowas? Das ist ziemlich loserhaft, Mann. Das muss echt unangenehm sein, vor all deinen Fischerkollegen, die sowas Großes von dir gehalten haben. Vor der gesamten Truppe, vor der gesamten Jury, vor dem gesamten Anglerverein wirst du gebastelt in 4K, dass du deinen Fisch mit irgendwelchen Metallkugeln prepared hast, damit er am meisten wiegt. Yo, das ist heftig, Mann. Da siegt mal wieder die Karma-Stelle. Lieferando, das ist euer bester Mitarbeiter mit seinen geknickten Knie und Fuß an Stange. Er wird sein Essen pünktlich... Hey, 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 ist rot, Mann, ist rot, komm zurück! Ja, okay, ich appreciate es, dass er sich so Mühe gibt und so und immer direkt ready ist und sogar bei Rot über die Ampel fährt. Aber wieso kommt mein Essen dann immer zu spät und zu kalt an? Nee, jetzt mal ernst, der Typ scheint krass zu sein. Aber trotzdem tut er mir leid, Mann, er ist in den falschen Job. Wieso strengst du dich an in so einem Job? Der Bruder riskiert da sein Leben und bekommt dann dafür, für diese heftige Aktion hier, 1 Euro Trinkgeld. Geil, Mann, da hätte ich ja richtig Lust auf den Job. Und es bringt auch nichts, dass er überpünktlich ist, weil wenn die Bestellung ein bisschen zu früh da ist, dann passiert sowas damit. Bro. Nein, oder? Der kleine Bastard da hinten hat nicht wirklich die Tüte aufgerissen und sich alles gesnackt. Das ist wirklich abgefuckt, Mann. Das ist wirklich abgefuckt. Was will man auch dagegen dann machen? Und kommen wir von Duisburg direkt rüber nach Frankfurt. Frankfurter Weisheiten. Facepalm. Bist du schon mal fremdgegangen? Ich war 2 Jahre in Beziehung, aber ich bin nicht fremdgegangen. Wow, okay. Das Video startet ja schon mal positiv, ne? Sie ist noch nicht fremdgegangen. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal wirklich wow für Frankfurt-Verhältnisse. Aber wir schauen mal weiter. Ich war 2 Jahre in Beziehung, aber ich bin nicht fremdgegangen. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremdgegangen. Ja gut, vergesst, was ich gesagt habe. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremdgegangen. Rainer, du sagst, ich lebe jetzt mein Leben. Ja, normal. Was ist deine Lebenseinstellung? Was hast du dir so vorgenommen? Ja, so normal, einfach so einmal sowas machen, fertig. Weißt du, aber wenn ich eine Beziehung fest habe, dann ich halte fest.
Aber jetzt, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ach so, ja, natürlich, sag das doch gleich, jetzt macht alles Sinn. Also erst bist du nie fremdgegangen, danach bist du fremdgegangen, dann bist du aber nicht fremdgegangen, aber dann bist du doch fremdgegangen, weil Fremdgehen gehört dazu, weil dann bist du frei. Aber wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du plötzlich nicht mehr fremdgegangen. Ach so, verstehe. Kennt ihr diese Automaten in solchen Spielezentren, wo man so die ganze Zeit Basketbälle wirft, um einen Rekord zu brechen, damit man einen Preis bekommt? Ja, und wenn die Jungs und ich da sind, sieht das so aus. Juve, había que batir el récord. Ja, Mann, der Typ hier hat die wichtige Aufgabe. Okay, jetzt übertreibt er. Tengo 30 años, boludo. 100, 100, estufa 100, 100. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen neuen Rekord hier. Ich will ja nichts sagen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass die Jungs danach verhaftet wurden, weil sie das Ding manipulierten. Also wenn die dafür noch einen Preis bekommen haben, dann habe ich echt alles gesehen. Satisfying Glass Cutting. Oh ja, sowas Befriedigendes habe ich heute noch gebraucht. Nach dem ganzen Müll, den wir uns bis jetzt reingezogen haben. Satisfying Glass Cutting. Das war alles andere als befriedigend. Habibi, welcome to Dubai. Einfach der Fisch ist Araber. Wahrscheinlich hat sich den irgendein Prinz aus Dubai geholt und wahrscheinlich hat dieser Fisch auch mehr Vermögen als ich. Der ist schon Millionär, hat auch schon 5 Kinder, Autos, Häuser und könnte mein Leben kaufen, wenn er will. Super. Also wer auf dieser Welt nicht an Wunder glaubt, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Dieser Mann hier sitzt seit 10 Jahren im Rollstuhl und schaut mal, was jetzt passiert. Nee, das ist nicht wirklich passiert, oder? Also manchmal können echt krasse Wunder geschehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das ein Wunder ist. Sondern dieser Schatz einfach nur so tut, als wäre er im Rollstuhl, damit er die Krankenkasse ausnutzt und die ganze Zeit Cash bekommt. Ein smarter Versicherungsbetrüger, wie er leibt und lebt. Wie stumpf er da einfach aufsteht und wegrennt. Als hätte er noch nie was anderes gemacht in seinem Leben. Auf einmal die Beine funktionieren wieder. Wow, was ein magisches Wunder. Der hat ja echt Glück gehabt. Kennt ihr diesen Spruch, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr? Und das stimmt meistens zu 90%. Meine Homies haben mir schlimmere Dinge angetan als alle meine Feinde in meinem gesamten Leben. Und genauso hat es ihn hier getroffen. Denn er hat eines dieser Stöhnvideos geschickt bekommen, während er in der Kirche sitzt. Er ist direkt rausgerannt, Mann. Er wusste, er kann jetzt nichts anderes tun, als einfach zu gehen. Einfach ganz schnell weg. Und am besten erstmal die nächsten Monate nicht wieder in die Kirche kommen. Ey, das ist wirklich gottlos, Mann. Mitten in der Kirche? An einem Ort Gottes? So ein Video? Na, Bro. Die haben den echt böse auseinandergenommen, Mann. Die hatten wirklich persönliches Problem mit ihren Homie. Was für ekelhafte Freunde. Aber gut, meine waren genauso. Die haben mich genauso hochgenommen. Da wurde wirklich immer bis zum letzten Maß alles ausgeschöpft, um mich abzuf***en. Wow, was eine geile Pizza. Und jetzt wird die schön in den Steinofen gepackt und dann knusprig angebraten. Oh mein Gott. Das hat einfach wehgetan beim Ansehen. Das hat mir gerade mein Herz gebrochen in zwei Teile. Der hat die Pizza doch eigentlich so gut vorbereitet. Und alles war gut geplant. Und dann...
Und dann das? Na, das hat die Pizza nicht verdient, Mann. Ab jetzt würde ich es auch lassen. Gut, dann gibt's heute keine Pizza. Scheiß drauf. Wenn mir das passieren würde, ich würde mich danach einfach ins Bett legen, traurige Musik anmachen und versuchen zu schlafen. In der Hoffnung, dass morgen alles besser läuft. Wenn das ein Italiener gesehen hat, der Bruder kocht gerade innerlich und rastet aus und bekommt gerade Lust, seine Frau zu schlagen. Sorry, ich distanziere mich davon, okay? Das war gerade nicht okay. Ich distanziere mich von mir selber und nehme das zurück, okay, liebes YouTube-Team? Das war nicht ernst gemeint. Puh. Chat, how does he do it? Okay, hier ist irgendein Streamer, der ein paar Michael Jackson Moves macht. How does he do it? Oh, what the f***? Ey, yo, ich glaub nicht, dass der Michael Jackson Move so ging. So hat das Jackson Michael nicht gemacht. Oh, what the f***? Der wollte nur coolen Dance Move machen und hat jetzt sein komplettes PC-Setup zerstört. Finde ich eigentlich sogar noch krasser, weil Michael Jackson kann halt das. Aber kann Michael Jackson auch das? Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wie kommst du da drauf? Also macht deine Waschmaschine vielleicht komische Geräusche oder wackelt sie hin und her oder funktioniert sie einfach nicht mehr? Ah, okay, sie rastet komplett aus. Gut. Die Waschmaschine hat eigenes Leben bekommen. Die wollte gerade abhauen. Die wollte gerade wirklich ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und sich frei bewegen in der Wohnung. God damn, ich will nicht wissen, was sie gemacht hätte, wäre ihr Kabel noch ein bisschen länger gewesen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Aber so diese Ansicht davon, wie eine Waschmaschine hin und her wackelt und kaputt geht, keine Ahnung, aber das erfüllt mich irgendwie. Das trifft so genau meinen Humor, weil das einfach so random aussieht. Die geht komplett steil, Mann. Die macht Wheelie. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Gut, wieder so ein Clip. Jetzt schauen wir doch mal, was der Bruder wohl vorhat. Mal schauen, wie er jetzt so die Mädchen aufrissen will. Weil das Schlimmste, was sie sagen kann, ist ja nein. Sicherlich ist das das Schlimmste, was sie sagen kann, ne? Sicherlich. Deswegen, trau dich, komm. So this is the best thing to do if you walk past a group of women. Like, you are completely in if you do this. Ladies. Ew! Damn, also ich habe mit viel gerechnet, aber ein das ist definitiv schlimmer als ein einfaches Nein. Das ist maximal schlimm. Mein Selbstbewusstsein wäre danach so hardcore im Keller. Ich würde erstmal für 2 Wochen nicht mehr irgendwie mit einer Frau reden wollen. Ladies. Ew! Einfach Ey, mach dir nichts draus, Champ, okay? Das war sowieso nicht die richtige. Die war sowieso nicht auf deinem Level, okay? Die hat dich nicht verdient. Kopf hoch, Champ. Boah, ein Irr ist echt hart. Zum Glück habe ich sowas noch nicht erlebt in meinem Leben. Weil das würde mich, glaube ich, für ewig prägen. POV, Schulen in Frankfurt. Oh nein, oh nein, oh nein. Als ich dachte, wir könnten heute nicht noch mehr geistigen Dünnschiss erleben, ja, denke ich jetzt anders, nachdem ich diese Überschrift gelesen habe. Ich weiß ja jetzt schon, da kann mich nur Schlimmes erwarten. Ja, aber wieso machst du dann so eine Äußerung? Junge, was sieht zu mir jedes Mal? Egal was ist, ja, egal. Ich Ey, wie redet die mit ihrem Lehrer? Chill doch mal. Bisschen Respekt, okay? Der Typ will dir auch nur was beibringen. Und ich will gar nicht wissen, was vorher passiert ist, aber ich weiß einfach, dass sie schuld ist. Ich merke schon an der Redensart, an dieser Überschrift. Ja, sie muss die Asoziale sein und den Lehrer einfach nur ab wegen irgendwas Sinnlosen. Wahrscheinlich, weil sie gerade hinten irgendwas gegessen hat oder gewaped hat oder am Handy war. Und der Lehrer das einfach bemerkt hat und sie darauf hinweist. Und jetzt sagt sie natürlich, was, du kleiner Wichser, du kleiner Lehrer, du kannst mir nichts sagen. Ich wape hier, wann ich will. Ich bin alt genug. Ich bin schon 16. Ich kann machen, was ich will. Egal, was ist denn? Egal. Egal, was. Du hast doch gesagt. Junge, mein Gott, ganze Klasse merken sie das Fach nicht. Schau, mein Gott, immer. Ich schwöre bei Gott, ja, ich schwöre bei Gott, aber noch räumen. Oh Mann, ey. Und ihr müsst euch immer mal denken, bei solchen Gesprächen gibt es halt auf der einen Seite diese asoziale Frankfurt-Schülerin und auf der anderen Seite gibt es irgendeinen Lehrer, der 7 Jahre dafür studiert hat. 7 Jahre des Lebens hat er reingegrindet und hat so gehofft, das war so sein Traum, er kann später der Jugend etwas beibringen. Er ist verantwortlich für die neue Generation und er kann sie quasi leiten und ihnen gute Dinge beibringen. Und dann landet er in Frankfurt Hauptschule in irgendeiner Klasse, wo alle abgefuckt sind. Guck mal, die da hängen auch nur am Handy. Keiner hört zu. Der andere nimmt das gerade auf, macht TikTok davon. Ey, diese Lehrer tun mir so leid, ne? Ich glaube, Lehrer könnte in den nächsten Jahren definitiv mit einer der schlimmsten Berufe sein, die man auswählen kann. Aber trotzdem dicken Respekt an alle Lehrer, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen. Ihr seid wirkliche Kings, Mann. Und Queens, natürlich. Ich will niemanden ausschließen, okay? Aber ich weiß ja sowieso, dass 99% von meinen Zuschauern Typen sind.
Die müssen auch jeden Tag einen neuen Trend erfinden, oder? Man kann mittlerweile keine normale Frisur mehr haben, so. Das ist ab jetzt uncool, weil es normal ist. Die bekommt einfach ihre Haare geschnitten mit einem Küchenmesser. Bro, damit mache ich eigentlich mein Chicken am Abend klein. Und der benutzt das für die Haare. Ach du heilige Scheiße. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Bro, du hast verkackt. Du hast wirklich hardcore reingeschissen. Und die tut mir jetzt auch schon leid. Die hat noch gar keine Ahnung, aber wenn sie sich gleich umdreht... Ah, damn. Sie wird es bereuen, dass sie unbedingt zu diesem ausgefallenen Messerfriseur gehen wollte. Du brauchst dein Geld zurück. Definitiv. Der hat dich auseinandergenommen. Das sieht so scheiße aus. Die hier weiß auch schon Bescheid. Die wollte eigentlich als nächstes dran, aber hat nochmal Glück gehabt. Damn, damn, damn. Was eine gottlos geile Frisur ist das denn? Wow. Wenn ich das nächste Mal zu meinem Friseur gehe und er anfängt, meine Seiten auf Null zu machen mit einem Rasierer, ich sag, na, 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 Bro. Nimm mal hier das Küchenmesser, was ich mitgebracht habe. Oder nimm hier noch diese Gartenschere, die ich habe. Oder hier, nimm gleich den Rasenmäher für meine Seiten. Only in New York. What the hell? Ich habe gerade so viele Fragen im Kopf, aber ich glaube, ich stelle sie einfach nicht. Es bringt doch sowieso nichts. Ich werde niemals eine Antwort auf diese Fragen bekommen. Wieso? Wieso? Und wie kommt man auch auf diese Idee, dass man einfach solche Ratten in seine Schuhe macht? Ah, na, na, na. Das gibt's wirklich nur in New York. Oder halt Frankfurt. Oder Duisburg. Aber sowas ist wirklich New York-Type. Die hat einfach zwei Ratten, die sie wahrscheinlich noch aus der Kanalisation gefunden hat. Hat sie einfach da reingepackt in ihre Schuhe und das sind jetzt ihre Begleiter. Ihr neuer Style. Ist das geisteskrank? Stellt euch mal vor, so erstes Date, ihr lernt irgendeine kennen, so ihr denkt so, wow, voll süß, Mann, ihr seid so am Viben, ihr habt vorher schon so jeden Tag stundenlang telefoniert, dann trefft ihr euch, Bro, sie trägt diese Schuhe. Sie trägt einfach solche Ratten in den Schuhen. Ich würde natürlich sie begrüßen und nachdem ich das gesehen habe, Bro, umdrehen, Full Sprint weg. Ich würde rennen, 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 rennen und erstmal für die nächsten Stunden nicht mehr aufhören zu rennen. This university transition program offers their students opportunities to further their schooling, including running. Bro, 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 bro! Wie viele Typen sind da auf ihrem Snapchat? Wer auch immer mit ihr gerade in der Kennenlernphase ist, einmal ein dickes F an einen gefallenen Bruder. Er weiß noch nichts davon, aber er wird bald fallen. Several micro-businesses on campus to learn real world skills. This work is done by team members like Phil and Martin, who prepare students for the workforce as a job. Das hört gar nicht mehr auf. Mit wem snappt die alles? Die hat einfach gefühlt mit jedem Jungen aus der Stadt Kontakt. Ich wette sogar noch ein paar Typen, mit denen sie snappt, sind sogar noch in dem Stadion hier vor Ort. Also ich weiß jetzt nicht, ob das daneben ein Freund ist oder vielleicht auch ihr Lover. Aber Bro, 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 she for the streets. Wer sich wirklich mit diesem Mädchen abgibt, ist selber schuld, wenn er nach einem halben Jahr in einer Psychose landet, weil ihm das Herz gebrochen wurde auf die eiskalteste Methode, die es gibt. Die braucht ja alleine schon nur 20 Minuten, um alle Snaps anzugucken, die sie in den letzten paar Stunden bekommen hat. Well, well, well. It's a great disc. Yeah, no, I think this is his best album, like, by far. Really? Oh, 100%. I know it's cheesy, but, like, these songs... Was redet der von Album? Das ist eine Pizza. Und die sieht köstlich aus, muss ich sagen. These songs are baked in my brain. I know them all by heart. You used to call me on my pizza. Erstes Date und er zeigt ihr sowas. Vertrau mir, er ist der Richtige. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Was geht denn eigentlich hier in diesem Video ab? Jeder Clip gibt mir irgendwie eine neue Psychose und einen neuen Fiebertraum, den ich durchleben muss. Was habe ich da gerade angeschaut? Einfach irgendjemand zeigt seinem Date seine Lieblingsschallplatte, die eine Pizza ist? Sein Plattenspieler ist ein Pizzakarton? Was passiert hier? You used to call me on my pizza. Gut, alles klar. You can call me on my pizza. Habt ihr schon mal einen dicken Jungen gesehen, der weint, weil er die falschen Pancakes bekommen hat? Ich auch nicht. Die Kellnerin hat doch nur die falsche Soße drauf gemacht. Entspann dich doch. Ey, den Armen seine Welt bricht gerade zusammen. Naja, lieber bricht seine Welt zusammen als sein Stuhl. Und wo wir gerade so über Stühle reden. Hey,
look at Randy Orton slithering. Oh, watch, like out, watch, out, watch out, watch out, watch out, watch out! Also ich würde mal sagen, sie hat gewonnen. Dieser gottlose Sprung, ey, der hätte jetzt echt nicht unbedingt sein müssen, aber okay, gut, ist deine Show, ne? Wenn ihr dieses Video seht, denkt ihr euch sicherlich genauso wie ich, was soll hier passieren? Sieht doch alles ganz normal aus. Bro, du hast reingeschissen. Ich hab da nicht mal Mitleid. Wie kannst du diese riesige Kurve verkacken, Bro? Du Idiot. Guck doch jetzt mal, wie du dort liegst. Du bist offiziell der Idiot der Woche. Ey, kennt ihr diese Schaumstoffgruben in so Trampolinhallen? Dort kann man so reinspringen und Sprünge üben, ohne dass du dich halt verletzt. Meine Tante ist dort auch reingesprungen. Und ja, was soll ich euch jetzt sagen? 10 Minuten später kam sie halt immer noch nicht selber raus und ja, wir mussten sie retten. Plot Twist, wir haben es nicht geschafft. Sie liegt immer noch dort drinne. Leider bekommt sie niemand raus. Ach ja, mein Tantchen. Schön war es, dich kennenzulernen. Boah, wie cool. Sie bekommt die Ehre und darf die Shotgläser selber anstoßen. So, dass sie halt so richtig geil, satisfying in alle Drinks nacheinander poppen. Bro, also, was? Die hat alles auseinandergenommen. Oh my God, bro. Oh, hell no. Der Typ an der Bar hat sich gerade 30 Minuten die Mühe gemacht und alle Gläser perfekt gefüllt und aufgestellt. Und dann kommt sie. Der Arme muss jetzt alles noch wieder alleine aufwischen, weil es sein Job ist. Dickes F an diesem Bredort. Gott, esst auf gar keinen Fall vom Baum der Erkenntnis. Eva, 5 Minuten später. Lass es dir schmecken, Eva. Zum Glück war die Frucht ja nicht verboten oder so. Nice, da haben wir schon mal Eva aus der Neuzeit gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch Adam. Und ich habe auch schon eine Idee, wer das sein könnte. Energy auf die 1. 3 neue Flavors, Zero Sugar, gib mir die Energy. Eiskalt genießen, öffne die Dose, steiger Vitality. Sternzeichen, get on my level. Meine Damen und Herren, das hier ist Adam und Eva in der Frankfurt Edition. Das ist wortwörtlich gottlos. Ich rate mein Tinder-Date. Ihr glaubt nicht, was er gemacht hat. Auto und Abholung 6 von 10, kein AMG-Paket. Dein Ernst? Du gibst jetzt schon nur 6 von 10 Punkten bei der Abholung, weil es kein AMG ist? Was willst du alles haben im Leben? Guck dir doch mal das Auto von innen an. Der Innenraum alleine ist schon mehr wert als mein gesamtes Leben und du gibst ihm nur 6 von 10 Punkten? Was gibst du mir dann, wenn ich dich damit abholen komme? Auf der Rückbahn von dem Taxi wird gebounced, bounce, bounce, macht der Fahrer. AMG-Paket, Musik 0 von 10. Nein, 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 nein. Chapos wissen, wer der Babo ist. Musik 10 von 10. Location, nicht sein Ernst, oder? Öffnet mir die Türe. Bestellt Essen, hoffentlich auch für mich. Was hat der Ehrenbruder da bitte auch für ein krasses T-Shirt an? Wo bekomme ich das her? Ich brauche das unbedingt für mein nächstes Date. Was passiert denn jetzt? Besteck und Teller? T-Shirt 1 von 10. Wie jetzt T-Shirt 1 von 10? T-Shirt 10 von 10? Kerze, schon süß eigentlich. Wow, wow, wow. Wir haben hier einen Romantiker gefunden. Besteck, Teller, Servietten und sogar eine Kerze im Burger King. Ein wahrhaftiger Charmeur. Würdest du auf ein zweites Date? Ich würde, safe. Also an alle Jungs, die hier einen Crush haben, macht das Date einfach genau 1:1 nach, so wie er. 100% Erfolgsgarantie. Was guckst du denn? Was guckst du mich an? Hab ich irgendwas Komisches oder was? Nee, nichts Komisches. Alles normal bei dir.
Verarschst du mich oder was? 1 Minute. Hast du eine Macke? Hast du eine Macke oder was? Filmst du mich? Blutgruppe Duisburg. Wie schon gesagt, man merkt es mal wieder. Hast du eine Macke oder was? Filmst du mich? Goblin 2. Bruder, was hat sie am Ende für einen Anfall gehabt? Was für Goblin 2? Warum nicht Goblin 1? Was hast du gegen den ersten Teil? Das ist echt geisteskrank, was da abging. Goblin 2. Und glaubt mir mal, wenn ich euch sage, dass alle Menschen in Duisburg genauso drauf sind. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Habe ich hier wirklich Zuschauer, die in Duisburg leben? Falls ja, schreibt es in die Kommentare und mein Beileid schon mal. Itadakimasu. Danke für die Information. Weitermachen. Cool. Wisst ihr, was ehrenlos ist? Die Instagram-Kommentarfunktion. Und wer hier ab und zu sich mal ein paar Instagram-Reels reinzieht, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Man findet irgendein random Video, öffnet die Kommentare und dort ist immer gottlose Sch*** vorprogrammiert. Wie zum Beispiel hier. What's this? Yo, leave me alone. Das ist echt ehrenlos, aber es ist halt wirklich 1:1. Oder bei diesem Video. Ich denke mir echt nichts Böses so, ja? Die Gesichter sind halt ein bisschen rund. Ich öffne die Kommentare. Ey, es ist wirklich 1:1. Kein Unterschied. Ja, Freunde, ich öffne die Kommentare. Instagram hat wirklich offiziell die geilste Kommentarsektion. Da kommt keine andere App ran. Life is good. Yo, sogar das Hühnchen hat einen besseren Cut bekommen als der Typ aus dem letzten Video. Ich glaube, das kleine Küken hier hat morgen ein Vorstellungsgespräch. Und wisst ihr, wo es ein Vorstellungsgespräch hat? Es gibt Döner? Ist das ein Döner? Oder ich glaube schon, das ist ein Döner. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Ich habe einen Döner. Habe ich das richtig gehört? Döner? Oh Gott. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt Döner. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Diese schauspielerische Leistung war mal wieder on top. 10 von 10. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt Döner. Was zum Teufel geht hier in diesem Laden ab? Wir sehen hier irgendjemanden, der sein Handy rausholt. Der wollte wahrscheinlich ein cooles Video, eine coole Story in einem Laden machen, in einem Restaurant, wo er gerade essen ist. Und auf einmal passiert das. Why didn't you motherfucker? You stole the secret formula again, man! Bro, what the f***? Wieso läuft da jetzt auf einmal Mr. Krabs rein? Why you stole the secret formula? Yo, okay. Was geht da hinten an der Theke ab? Mr. Krabs denkt, er ist irgendwie Plankton oder so, der die Krabbenburger Geheimformel geklaut hat. Und der muss sie sich jetzt wiederholen. Come here, you motherfucker! Hä? Da ist ja sogar wirklich Plankton. Why you stole the secret formula? Was für eine unglaubliche Psychose. Das Video ist gerade mal 1 Minute alt und ich habe schon wieder gar keine Ahnung, was hier gerade passiert ist und habe 50% von meinen Gehirnzellen einfach abgestoßen. Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was muss sich diese Frau gedacht haben? Die wollte da einfach nur entspannt was essen gehen in einem Restaurant und auf einmal kommt da Mr. Krabs rein und jagt Plankton in diesem Laden nach der Krabbenburger Geheimformel. Ich sag's echt nicht oft genug, ne? Aber die Welt ist am Arsch, Freunde. Wir sind verloren. Niemand kann uns retten. Es gibt jetzt so einen neuen Trend auf Instagram und zwar shippen da Leute welche von ihren Followern. Also jetzt zum Beispiel hier dieses Mädchen schaut durch ihre Followerliste und sucht sich einen Typen und ein Mädchen raus und versucht
versucht, die beiden dann so mäßig über dieses Reel einfach zu verkuppeln, ja? Öffentlich. Shipping my followers. Disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm... Okay, okay, und ich glaube, jetzt haben es auch die Letzten verstanden. Also sie ist durch ihre Followerliste gegangen und hat sich jetzt entschieden, komm, ich verkuppel jetzt einfach mal den und die und denk einfach, die beiden könnten ein gutes Paar werden. Vielleicht wird sich daraus ja so eine mega Love-Story ergeben und die beiden treffen sich in den Kommentaren, sagen, hey, yo, lass uns doch mal in echt treffen, vielleicht passen wir wirklich gut zusammen, ja? Irgendetwas Romantisches, Schönes könnte vielleicht daraus entstehen. Das habe ich mir zumindest so gedacht und dann habe ich einfach mal die Kommentare von diesem Reel geöffnet und schaut mal, was dieser Typ geschrieben hat. Oh mein Gott, ist das gottlos. Mir tut dieses Mädchen da leid, ne? Vor allem der Kommentar. Wie viele Likes hat der Kommentar? Bestimmt nicht so viele, oder? Oh, nein, 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 nein. Die Arme, oh Gott. Und es wird noch ehrenloser. Und ich gucke davon noch in die Kommentare von diesem Reel. Bruder wurde traumatisiert. 220.000 gefällt mir. Ey, Instagram ist wirklich eine gottlose Plattform. Auf Facebook hätte man unter solchen Videos so voll die süßen Kommentare gelesen. So, oh mein Gott, ich hoffe, ihr kommt zusammen. Und auf Instagram einfach das. Bro wanted to be shipped, not an actual ship. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall mache ich da jetzt weiter. Auf gar keinen Fall. Das könnt ihr sowas von vergessen. Das ist ja geisteskrank. Und wisst ihr, was genauso geisteskrank ist? Ich war gestern beim Bäcker und dieser verf***te dort hinter der Theke hat mir das verkauft. Ich glaube, ich wurde noch nie so hintergangen in meinem Leben. Das ist echt hart. Wer war dieser Bäcker und stand da in der Küche? Wer hat da gekocht, Bro? Auf gar keinen Fall let him cook again. Lass den nie wieder kochen, den Typen, wer auch immer für die Scheiße verantwortlich ist. Das ist ein schlechter Mensch. Was muss man sich dabei denken, wenn man einfach diese Wurst abschneidet und einfach nur die zwei Ecken an dieses Brötchen dran macht? Der Typ kann froh sein, dass er das an irgendeinen Jugendlichen verkauft hat oder so. Wenn ich mir gerade so vorstelle, dass mein deutscher Vater einfach so ein Brötchen bekommt und einfach dabei gescammt wird, der würde danach in den Laden gehen, ausrasten und alles auseinandernehmen. Der würde diesen gesamten Laden auseinander pflücken. Naja, wie auch immer. Scheiß drauf. An alle Leute, die gerade zufälligerweise so aussehen. Ich habe einen Tipp für euch. Geht zum Friseur, ihr Urwaldmenschen. Ihr seht aus wie damals Leute in der Steinzeit. Wie solche Höhlenmenschen seht ihr aus. Bitte. Weil vertraut mir. Manchmal ist es wirklich nur dieser eine Haarschnitt, der euch fehlt. Way yo, way yo. Komplett anderer Mensch. Vor dem Haarschnitt, er war so ein kleiner Nerd. Okay, er hatte keinen Riz. Er war auf gar keinen Fall der Rizzler. Und jetzt nach dem neuen Haarschnitt, wow, er ist ein Wesh geworden. Wer von euch reist auch gern mit der Deutschen Bahn so friedlich und entspannt? Also bevor wir uns das Video angucken, ich kann direkt schon mal sagen, ich auf gar keinen Fall. Die Deutsche Bahn ist der größte Loserverein, den es in diesem Land gibt, wirklich. Ich bin echt nicht oft in Deutschland und deswegen komme ich auch nur so alle paar Monate nach Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich dort ankomme und vom Flughafen nach Hause zu meiner Familie gehe, Bruder, die Deutsche Bahn nimmt mich von vorne bis hinten auseinander. Die gehen unten in meinen Arsch rein und kommen oben aus meinem Mund wieder raus. Naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ja, schauen wir doch mal in dieses nette und friedliche Video in der Deutschen Bahn. Oha, oha, der ist vom Teufel besessen. Chill, chill, chill. Was geht da bei dem ab? Warum schreit der so, der Tollwut? Genau das denkt meine Mutter, was mit mir passiert, wenn ich mal so einmal an einem Bubatz gezogen habe. Die denkt, ich werde direkt so zu einem Zombie, der nie wieder der Alte wird. Wow, wow, wow. Der ist wirklich von einem Dämon besessen. Was geht da ab? Ja, okay. Du bist ein Hobbit. Du bist ein kleiner Gnom. Hä? Warum beißt der jetzt auf einmal in sein T-Shirt rein? Jo, wie wär's mal mit einem Snickers, Bro? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Ich weiß nicht, was in dem seinem Kopf abging, aber wahrscheinlich tausend Emotionen. Erst war er so wütend und ist so ausgerastet, so... Und dann plötzlich kam so dieser Gedanke, oh, ich hab Hunger.
ey, jetzt mal ehrlich an alle Leute, die so wirklich regelmäßig mit der Bahn fahren. Kann es sein, dass sowas dort wirklich immer passiert? Also ich sehe jeden Tag mindestens eins von diesen Videos, wo irgendjemand in der Bahn ausrastet und komplett die Fassung verliert. Was müssen sich auch die Leute da denken? Obwohl, die reagieren schon gar nicht mehr darauf, weil es einfach komplett normal ist. Da fragt auch niemand so, yo, Bro, alles gut oder so? Oder, yo, kann ich dir helfen? Hast du ein Problem? Nein, nein. Da wird gar nichts gesagt. Das wird einfach tot ignoriert. Weil gut, was willst du machen? Passiert sowieso in 2 Stunden in der nächsten Bahn. Nochmal. Verzichte doch mal auf dein Auto und fahr mit Bus und Bahn. Bus und Bahn. Go! Go, man! Ja. Real Talk, Real Talk. Und deswegen weiß ich auch schon, das nächste Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, ich werde auf gar keinen Fall mit der Bahn nach Hause fahren. Ich werde schön meinen Eltern sagen, so, ey, ihr müsst jetzt mal 400 Kilometer zu diesem Flughafen fahren und mich abholen. Bitte. Ja gut, und in dem Moment, wo ich gedacht habe, das ist die krankeste Person, die ich heute in diesem Video vorstellen werde. Nein, natürlich nicht. Natürlich wird noch einer draufgesetzt. Natürlich wird von jeder Minute, die das Video länger geht, es immer verrückter. Schaut einfach selbst. Gebackene Pizza besser zum Abnehmen ist als gebackene Pizza. Und Bitte halt dein Maul. Bitte sag mir nicht, du isst jetzt eine ungebackene, tiefgefrorene Pizza. Gebackene Pizza enthält mehr Wasser, also hat sie pro 100 Gramm weniger Kalorien als normale Pizza und füllt euren Magen mehr. Also guten Appetit. Wie guten Appetit. Das ist der schlechteste Lifehack, den ich je in meinem Leben gehört habe. Eigentlich sage ich das immer so, das ist der schlechteste Lifehack, aber das ist wirklich der schlechteste Lifehack, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wer kommt auf diese beschissene Idee? Fitnesscoach Mary. Wieder was gelernt und dann diese Lehrer-Emoji. Was? Das kann ich nicht ernst meinen, das muss ein Troll sein, ne? Das nie im Leben ist das ernst gemeint. Wo steckt da der Sinn? Wenn ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen hau, in dem Moment, wo ich den Ofen aufmache und sie da reinpfeife, ist mir alles komplett scheißegal, wie schlecht diese Pizza für mich sein könnte. Ich mache die mir ja in den Ofen, um genau extra reinzuschalten. Ich will ja dieses Gefühl haben, reinzuschalten und meinen Körper mal so richtig fett voll zu fressen. Und die steht da und isst einfach tiefgefrorene Pizza. Nein, das ist... Das kannst du echt keinem erzählen, ne? So, ey, jo, und was gab's heute so bei dir zum Essen? Jo, bei mir heute geiles Chicken Mango mit gutem Reis, bisschen Salat, bisschen dies, das, Gemüse. Und bei dir? Ja, also bei mir gab's heute tiefgefrorene Pizza wegen Kalorien und so, ne? Ekelhaft, wirklich. Das Ding ist, ich habe auch das Gefühl, so 50% von allen Ernährungstipps, die irgendwie das Essen vereinfachen wollen, machen es einfach nur noch schlimmer und komplizierter. Was ist das für eine Scheiße? Bitte, bitte, wer hat ihr in den Kopf gesteckt, dass sie auf diese Idee kam? Irgendwann muss ja mal so der Tag gekommen sein, wo sie sich dachte, wie wäre es, wenn ich mir jetzt einfach eine Tiefkühlpizza hole und die einfach mal so esse? Ich lebe nun mal linguistisch vegan, das heißt für mich, dass ich keine Dinge esse, in denen das Wort Fleisch vorkommt. Linguistisch vegan? Du lebst linguistisch vegan, das heißt, du isst nichts, wo das Wort Fleisch drin steckt? Willst du mich verarschen? Das muss jetzt gerade ein Scherz sein. Alles davor, okay. Kann ich noch vielleicht irgendwo verstehen, wenn man ein bisschen durchgedreht ist. Aber linguistisch vegan? Hä? Dementsprechend bedeutet das auch, dass ich keine Fleischtomaten esse. Ich esse kein Fruchtfleisch. Okay, alles klar. Ich respekte es ja komplett, wenn sich Leute denken so, ey, ich will nicht mehr die Tiere leiden sehen oder so. Oder ich feiere es gar nicht, was die Umwelt davon von Schäden trägt, wenn man die ganze Zeit auf tierische Produkte angewiesen ist. Den ganzen Tag Fleisch isst, dies, das. Und sich deswegen einfach dazu entscheidet, ey, ich werde Vegetarier oder ey, ich werde Veganer. Aber linguistisch vegan? Das heißt, du kannst eine Hähnchenkeule kannst du essen, aber Hähnchenfleisch geht nicht. Wegen Fleisch. Ey, bitte halt dein Maul, bitte. Und was für bitte. Äußerst schwierig sind für mich zum Beispiel auch Zahnarztbesuche, weil es dann auch um Zahnfleisch geht und ich da noch so ein bisschen, ja, so eine Grauzone erreicht habe, bei der ich mich sehr unwohl fühle, weil wir über Fleisch reden. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Zahnhygiene auch sehr wichtig ist. Da bin ich mir noch sehr uneins, wie ich damit umgehe. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich als linguistische Veganerin einfach sehr wichtig, Fleisch in dem Sprachgebrauch zu vermeiden und deshalb eben auch keine Produkte zu mir zu nehmen, die das Wort Fleisch beinhalten. Das ist der absolute Fiebertraum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist der 16. Mai 2024 und wir haben offiziell die Endstufe des Fiebertraumes erreicht. Das war's. Ich glaube, wir haben das Top erreicht. Ich glaube, ab heute kann die Welt nur noch besser werden. Weil das geht... Ich habe noch nie etwas gehört, was weniger Sinn für mich ergeben hat als das. Linguistische Veganerin. Oh my goodness, bro. Oh my goodness. Das heißt also, sie isst kein Fruchtfleisch. Ja, von zum Beispiel einer Mango oder einer Ananas oder
einer Kiwi, aber sie würde tatsächlich ein verblutetes Schweineherz essen, weil da steckt ja nicht das Wort Fleisch drin. Ah ja, macht für mich Sinn. Ergibt Sinn. Ich verstehe das komplett. Wie erklärst du das eigentlich so Leuten, mit denen du im Restaurant bist? So, wenn dich jemand so fragt, so, isst du Fleisch? Ich wette, das ist schon mal vorgekommen. Irgendjemand hat sie gefragt, so, ey, isst du eigentlich Fleisch? Und auf diesen Moment wartet sie ja förmlich nur den ganzen Tag, um dann komplett mit ihrer Story auf den Tisch zu klatschen und alles runterzurattern. Naja, eigentlich esse ich ja kein Fleisch, denn ich bin sowas wie linguistische Veganer. Das heißt, ich esse eigentlich alles, aber außer wo das Wort Fleisch... Absolut verrückt. Bitte weckt mich jemand auf. Ich sage es nochmal. Bitte weckt mich jemand auf. Okay, und der Fiebertraum geht weiter. Und ich sag's direkt im Vorhinein. Wer auch immer hier jetzt lacht, ist wirklich absolut ehrenlos. Schämt euch bar. Ich bin hier auf so einen Instagram-Livestream gestoßen und da waren halt so Taubstumme. Also Leute, die nicht reden und doch nicht hören können. Und die haben einfach Ansagen gegen sich gemacht in der Gebärdensprache. Did not say it. Be weird. Fuck you, you are not, you're lucky. I have all number one. Oh mein fucking Gott. Die beefen sich einfach in Gebärdensprache. Die machen einfach Ansage. Die machen Gang-Ansage gerade. Die drohen gerade. Ach du heilige Ich habe auf gar keinen Fall gelacht. Okay, wir machen auch direkt weiter, ja? Ich wünschte, ich wäre manchmal in so einem Instagram-Livestream einfach live dabei. Ich glaube, das wäre das Entertainment hoch 10. Stell dir vor, du liegst so auf deiner Couch und dann entdeckst du einfach diesen Rohdiamanten, wo sich taubstumme Leute gegenseitig in einem Instagram-Livestream beefen und Ansagen machen. Und auch direkt mal eine Ansage von mir an das liebe YouTube-Team und an alle Leute, die einen Stock im Arsch haben. Ja, ey. Ich mache mich hier über niemanden lustig, okay? Ich mache mich nicht über Behinderte lustig oder irgendwas, okay? Damit wir das verstanden haben. Frankfurt Absturz Remix. Ach, super. Wenn das schon der Titel des Videos ist, da habe ich ja direkt Lust. Ich habe ihn betrogen. Wie, was hast du gemacht? Gut, und das ist auch schon der erste Satz. Ich habe ihn betrogen. Perfekt. Kann es eigentlich noch besser starten? Ich glaube nicht. Ich habe ihn betrogen. Wie, was hast du gemacht? Ich habe einen anderen Jungen Hey, na, Bro. Und die sagt das doch einfach noch so stolz. Da kommt einfach irgendein TikToker zu ihr und sie sagt das einfach stolz. Wie tief kann man eigentlich sinken? Stell dir mal vor, du kriegst deine Tochter und 16 Jahre später, sie landet in diesem Video. Aber warum? Warum? Hast du nicht geliebt oder was? Nein, er hat Geld. Im Club oder was? Oh, nein. I can't stand these girls, bro. Ich kann das alles nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus hier. Bitte, bitte. Unsere Jugend ist verloren. Ich weiß auch nicht, ob das unsere Jugend ist. Ich bin komplett unentschlossen, ob sie 11 ist oder ob sie 24 ist. Ich weiß es nicht. Im Club oder was? Oder wie ist es passiert? Warst du ein bisschen auf Stuff? Ich war auf Lachi. Ey, nein. Die meint damit Lachgas. Dass sie auf Lachgas war. Ich war auf Lachi. Oh, ach du heilige Scheiße. Ja, Bruder, ich war auf Lachi, Alter. War ein bisschen auf Lachi. Ey, Jungs, wollen wir heute was am Wochenende machen? So, scheiß mal auf Club, scheiß mal auf Kiffen. Lass mal auf Lachi sein. Komm, lass uns mal richtig fett auf Lachi schieben. Wir lachen hier jetzt gerade, ne? Aber das ist wirklich traurig, dass einfach gefühlt 30% von der kompletten Jugend einfach auf Lachi sind heutzutage. Wir machen jetzt Späße darüber, aber halb Frankfurt und halb Duisburg ist jeden Tag auf Lachi. Die sitzen in der Schule auf Lachi. Das ist kein Spaß. Ich sehe das mittlerweile so oft auf TikTok und Instagram, Twitter, überall, dass die Leute einfach die ganze Zeit auf Lachi sind. Bitte, die finden auch jeden Tag neue die sie irgendwie missbrauchen können. Das ist zu krass, ne? Wie findest du ihn vom Aussehen her? Oder minus eins. Warum? Junge! Wir hatten davor eins gegen eins. Gott sei Dank, dass dieses Video jetzt einfach geendet hat. Ich konnte es mir auch gar nicht mehr länger anschauen. Das ging nicht mehr. Das war schon viel zu much. Das hat mir schon wieder gereicht. Das war schon wieder genug Frankfurt für heute. Ey, und by the way, Leute, falls ihr mal irgendwie Lust habt, dass ich mal eine komplette Folge über Frankfurter mache, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder gebt einen Daumen auf dieses Video nach oben. Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Eine schöne XXL-Folge von Frankfurt Bullshit. Darauf hätte ich nämlich auch mal Bock, weil da hole ich mir ein paar geile Videos, hole mir da ein bisschen Lachi und dann mache ich ein bisschen auf Lachi. Mache mir ein bisschen auf Lachi, mache ich mir dann schön draus und eine geile Reaction hier auf Lachi, Bruder, auf Lachi. Ja, und zum Abschluss, weil in diesem Video echt ultra viele Lifehacks drin waren, gebe ich euch mal einen guten Lifehack mit auf den Weg. Ja, falls ihr mal zu Hause seid, der Geschirrspüler gerade besetzt ist und ihr unbedingt euren Teller waschen müsst, hier. Da
das war nice, oder? Ich würde sagen, falls ihr mal Bock habt, dass ich diesen Lifehack gründlich probiere mit so einem richtigen Testvideo, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bei 3 Likes auf diesem Video, okay? 3 Likes, aber müssen auch dann wirklich 3 sein und nicht 2 oder so oder auch nicht einer. Bei 3 Likes werde ich dieses Video nachstellen und selber probieren. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.